Kinder helfen Kindern. So heißt eine deutschlandweite Aktion der Hilfsorganisation ADRA, an der sich auch die Göppinger Pfadfindergruppe Brückenbauer sowie die Adventgemeinde Göppingen beteiligen. Ziel ist es, armen Kindern in Osteuropa ein schöneres Weihnachtsfest zu bescheren. Dazu werden Pakete mit kleineren und größeren Geschenken gepackt und nach Osteuropa geschickt. Die Päckchen aus Göppingen gehen in diesem Jahr nach Albanien. Pakete werden hier in Deutschland gepackt von Kindern, die von ihren Dingen abgeben oder auch gern gekaufte Dinge, neue Dinge, mit ihren Eltern gemeinsam in die Pakete packen. Dafür haben wir einen Flyer, was in die Pakete hinein darf und was nicht. Und so soll das Paket mit Liebe gepackt werden. Vor allem Spielsachen und Süßigkeiten werden häufig verschenkt. Aber auch praktische Gegenstände wie Stifte, Hefte, Spiegel oder Zahnbürsten sind bei den Empfängern sehr beliebt. Es gibt allerdings auch Geschenke, die in Osteuropa nicht gern gesehen oder sogar verboten sind. In unserer Endkontrolle tauchen immer wieder Dinge auf, die dann raus müssen, weil sie in die verschiedenen Länder nicht eingeführt werden dürfen. Oder auch von der dortigen Bevölkerung gar nicht angenommen werden. Heißt, verschiedene Kartenspiele mit Motiven, die in unserem Land gängig sind, aber dort nicht gewollt sind. Vor allem sind es Karten mit Motiven aus Märchen oder Ähnliches wie Hexen, Feen, Zauberer, Monster. Dann auch Karten wie Yu-Gi-Oh! Und Ähnliches sind also in diesen Ländern nicht erwünscht. Genauso wenig wie Kriegsspielzeug. Eine Übersicht über alles Erlaubte und Verbotene findet sich im Flyer, der allen Paketen beiliegt. Diese standardisierten Kartons können bei vielen verschiedenen Geschäften im Kreis Göppingen abgeholt werden. Bis Mitte November müssen sie dann fertig gepackt sein, um pünktlich zu Weihnachten am Zielort anzukommen. Die Pakete werden am 18. bei uns eingesammelt. Der 18. November ist der späteste Abgabetermin und kommen dann wenige Tage später in die Sammelstelle, in die Regionalsammelstelle und werden dort im LKW verpackt, dann nach Starnstadt gebracht und werden dort nochmal gesammelt, zentral auf Paletten verpackt, gehen dann im Container-LKW direkt in die Länder. Die Aktion Kinder helfen Kindern gibt es bereits seit 1999. In dieser Zeit wurden fast 400.000 Pakete aus ganz Deutschland nach Osteuropa verschickt. Ein kleiner, aber dennoch nicht unwichtiger Teil davon stammt aus Göppingen. In den letzten Jahren hatten wir im Schnitt zwischen 150 und 200 Pakete. Es wäre schön, wenn wir dieses Jahr über 200 kommen, um dementsprechend den Kindern in Albanien eine Freude bereiten zu können. Weitere Informationen rund um die Aktion finden sich unter www.kinderhelfenkindern.org. Dort wird auch noch einmal erklärt, wie genau die Spendenaktion funktioniert und worauf die Spender achten müssen.